GoPro testen. Die Hero 8. Ist schon geil. Naturlehrfahrt. Aha. Geht dann da irgendwie weiter. Ja, dann schauen wir mal. Man war hier schon so oft, beziehungsweise in der Gegend, aber Naturlehrfahrt ist mir jetzt neu. Alles klar.
Riesig, hier hole ich mich meinen Traktor an. So, was steht denn da so Schönes? Ui, ein bisschen verblasst. Naturschutzgebiet Münchenberg. Okay. Tiere nicht beunruhigen, ist klar. Wenn wir dieses kleine Waldstückchen Naturschutzgebiet im Harzvorland mal etwas erkunden. Mal gucken, wo man hier überall lang gehen kann. Ich war zwar schon oft in dieser Ecke, aber noch nicht hier. Bäumchen, die werden noch geschützt, dass sie nicht aufgerubbelt werden vom Hirsch, Reh, wie auch immer. Puh, finster. Bin ich ja mal gespannt, wie sich die GoPro so macht. Hero 8. Das ist soweit eingestellt. Etwas komplizierter als bei den Vorgängermodellen. Aber nun gut. Gebrauchsanweisung. Naja, ein bisschen die lesen auch nicht alles. Watz oder Roder? Gern Roder. Ja, und da hinten haben wir nachher schon Rieder Ballenstedt in der Ecke. Aha. Mal doch schon wieder ein Wegweiser. Gucken, was da dran steht. An unseren lieben Micha wurde auch gedacht. Hier ist eine Bank. Micha, Bank für dich. Naturschutzgebiet. Jawohl. Einfach mal wirken lassen. Und da hinten, jetzt in die Richtung Squamek und Quedlinburg. Quedlinburg. Quedlinburg.
Jep, den hat's mal entschärft, den Newton. Ah, da ist die Bruchstelle. Naja, Sturm. Dann knickt er mal weg. Geiles Panorama hier oben. Irgendwo lang. Schauen wir mal. Oh, das geht doch mal hier gut bergauf. Servus. Aber wenn das hier richtig geregnet hat, dann Prostmahlzeit. Das letzte Vorwahl. Und hat sich schon grün und blau geärgert. Spaß. Frag mich nur, warum an jedem Vogelhäuschen hier ein Harzclub-Zeichen dran ist. Dass das als Eigentum dient? Oder keine Ahnung. Ich glaube, das interessiert ihn. Vogel nicht wirklich. Und da Frau Amsel, grüße Sie. Sagt sich jetzt auch, hier hat man nie seine Ruhe. Oh, hat schon was. Stimmt richtig geil aus, wenn das hier alles in voller Blüte steht. Sieht das alles so tot aus.
aufpassen, wo man hintritt. Viele versteckte Wurzeln. Da richtig drauf treten, abrutschen, da liegst du. Aha. Hoho, Grenzweg. Wird mal dunkel, ein bisschen beeilen. Bis gleich. Ist schon eine sehr schöne Vegetation hier oben am Berg. Wenn es ja wie gesagt in voller Blüte steht, sieht es noch viel schöner aus. Wäre nun mal schön gewesen, wenn es ein Meterpunkt gewesen wäre, wie weit das noch zu diesem sogenannten Aussichtspunkt ist. Noch viele Trampelpfade, aber nichts Explizites ausgeschildert. Ah, das ist vielleicht nur so ein Rundding. Hast auch immer keine Ahnung. Ich war hier oben noch nie. Viele Trampelpfade. Wo muss ja dieser Aussichtspunkt sein? Kann auch nicht so weit sein. Oder weil hier oben ist ja schon der Berg zu Ende. Da geht es wieder raus aus dem Wald. An diesen Aussichtspunkt habe ich noch nicht gefunden oder ich bin schon dran vorbei. Viele wollen jetzt sagen, na guck doch auf GPS oder irgendwas. Nö, das ist ja langweilig. Erkunden musst du. Erkunden und lernen. Hier ist wieder ein Wegweiser. Was haben wir denn da? Komm weg, so eine rote Lampe. Ah, hier lang. Alles klar. Aussichtspunkt erreicht. Aussichtspunkt Münchenberg 248 Meter über normal Null. Ah, hier geht's weiter. Okay. Rumberg Neinstedt. Da unter. Ah, alles klar. Alles klar, jetzt weiß ich, wo es lang geht. Dann steht da lang. Stecklenberg. Ja, runter. Dann steht da lang. Also wohl, da lang. Ah, Stecklenberg hinten, die andere Seite runter. Ja, na, das ist ein bisschen blöd. Na gut. Egal. Oh, hat was. Schick.